Miriam Herold ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Ihr 5-jähriger Sohn Jakob trank die Bierreste aus den Flaschen und Gläsern einer Party, wurde daraufhin bewusstlos und erstickte qualvoll an seinem Erbrochenen. Trägt die junge Mutter für den Tod ihres Kindes die Verantwortung? Frau Herold, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen fahrlässiger Tötung. Anklage wird vertreten durch den Staatsanwalt Kirgi Dazi. Ihr Verteidiger ist Frau Rechtsanwältin Lang. Nehmen Sie bitte mal in der Mitte Platz. Ja. Frau Herold, zunächst zu Ihren Personalien. Sie heißen Miriam mit Vornamen? Ja, das stimmt. Ja. 20. Januar 81 in Recklinghausen geboren. Ja. Sie sind ledig, Sie leben in Berlin. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Hausfrau. Mhm. Das heißt, Sie verdienen kein eigenes Geld. Wovon leben Sie? Ich lebe ca. von 500 Euro Sozialhilfe. Mhm. Bisher sind Sie nicht vorbestraft, bundeszentraler Auszug ohne Eintrag. Herr Staatsanwalt, bitte die Anklage. Hausgericht, Frau Verteidigerin, die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Am Abend des 19. April 2002 schickte die Angeklagte ihren 5 Jahre alten Sohn Jakob gegen 20 Uhr ins Bett, ohne dem durstigen Kind noch etwas zu trinken zu geben. Als die Angeklagte dann gegen 22 Uhr mit ihrem Freund zu Bett ging, ließ sie zahlreiche halbvolle Bierflaschen und halbvolle Gläser auf dem Wohnzimmertisch stehen. Nachdem der kleine Jakob in der Nacht wach wurde und ins Wohnzimmer ging, trank er aus den dort stehenden Flaschen und Gläsern so viel Bier, dass er kurz darauf bewusstlos wurde, sich anschließend erbrach und gegen 23 Uhr an seinem Erbrochenen erstickte. Dies hätte die Angeklagte vorhersehen und vermeiden können. Die Angeklagte wird daher einer fahrlässigen Tötung beschuldigt, strafbar gemäß § 222 Strafgesetzbuch. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin, macht Ihr Mandant den Angaben zu dem Vorwurf? Ja. Frau Herold, was gibt's zu sagen zu dem Vorwurf? Mein Räuberchen. Jakob, ich habe doch nichts mit seinem Tod zu tun. Wirklich nicht. Ich sitze hier falsch. Ist mir jetzt klar, dass es für Sie nicht einfach ist. Es geht ja nicht um irgendeine fahrlässige Tötung, sondern es geht um Ihr eigenes Kind. Aber Sie sollten mir trotzdem bitte mal genau erzählen, was an dem Tag überhaupt passiert ist. Es war ein Freitagabend. Wir hatten vorgehabt, halt einen Videoabend zu machen. Timo war da mein neuer Freund. Katharina war auch da und Jakob, mein kleiner Sohn, der war auch da. Ich glaube, wir haben irgendwas Witziges geguckt. Ich weiß es nicht mehr. Und ja, es war eigentlich ein ganz wundervoller Abend gewesen. Naja, und da wurde auch das eine oder andere Fläschchen getrunken. Was soll denn so eine Frage, bitteschön, beim besten Willen? Natürlich gehört es dazu, zu so einem Pizzaabend mal 1-2 Fläschchen Bier zu trinken. Natürlich, aber wir waren doch nicht sturzbetrunken. Beim besten Willen nicht. 1-2 Flaschen Bier, wie viel hatten Sie selbst getrunken? Ungefähr 2. Ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle war ich nicht betrunken, falls Sie das meinen. Auf gar keinen Fall. Wo war denn Ihr Sohn an dem Abend? Na, der war bei mir zu Hause. Er hat doch noch mit uns zusammen Fernsehen geschaut. Ich habe ihn so gegen 20 Uhr ernörgelt, da habe ich ihn ins Bett gebracht. Was war dann weiter? Nee, ich bin zurückgegangen ins Wohnzimmer und dann war Katharina noch da und dann haben wir halt noch ein bisschen ferngeschaut und Naja, also? Es ist halt einfach so, dass Katharina irgendwo heute auf irgendeine Geburtstagsfeier, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil wir wollten noch einen angenehmen Abend haben und Timo und ich, saß dann halt nur auf der Couch und Katharina ist dann relativ fix gegangen. Ich denke, so nach 10, 20 Minuten ist sie dann auf diese Geburtstagsparty gegangen. Und Sie? Wo sind Sie hin? Naja, ich bin halt sehr frisch verliebt und Timo und ich sind dann halt ins Schlafzimmer gegangen, haben die Tür geschlossen und wollten halt unter uns sein. Ah ja, und dieses Bedürfnis war so dringend, dass Sie nicht mal mehr Zeit hatten, die Gläser und die Flaschen abzuräumen. Beim besten Willen, wie reden Sie denn mit mir? Ich habe doch überhaupt nichts mit dem Tod von Jakob zu tun. Was ist das auch überhaupt für ein Vorwurf? Sie sollen die Frage, ich finde daran war, nichts Ungewöhnliches. Bis auf den Ton, in dem wir uns alle mäßigen können, eigentlich eine ganz vernünftige, ganz normale Frage. Ja? Also regen wir uns mal nicht so auf, so gut es geht. Ich weiß nicht, ich konnte doch nicht ahnen. Beim besten Willen, das ist ja nicht das erste Mal. Ich lasse ja auch halbvolle Apfelsaftflaschen auf dem Tisch stehen Sie oder so weiter. Sie konnten es schon ahnen, weil Ihr Mann auch erzählt hat, dass Jakob schon öfters nach Alkohol gerochen hat. Auf keinen Fall, das kann nicht stimmen. Auf gar keinen Fall, der will mich irgendwo reinreiten. Naja, und auch Frau Adam, die wir später hören werden, hat uns erzählt, dass ihr kleiner Junge Durst hatte, bevor sie ihn ins Bett gebracht haben und dass sie ihm nichts zu trinken gegeben haben. Nein, das stimmt so nicht. Das stimmt nicht, Ihr Sohn hatte keinen Durst. Nein, er hatte keinen Durst, er redet doch mit mir, er ist doch 5 Jahre alt. Aber die angebrochenen Bierflaschen, die haben Sie stehen lassen.
Ja, das stimmt soweit, das stimmt. Aber ich schlafe doch abends sonst nicht ein. Ich gehe immer noch mal raus und räume die Sachen raus, wirklich. Und zwar in Griffhöhe für das Kind. Ja, leider. Es tut mir auch leid. Ich kann es doch nicht mehr ändern, die Ihr Situation. Ihr Sohn hat diese Bierreste getrunken, das Bewusstsein verloren, hat sich dann übergeben und ist an dem Erbrochenen erstickt. Herr Staatsanwalt, das haben wir alles schon in Ihrer Anklageschrift gehört. Sie soll mich nicht unterbrechen. Die Frage ist, haben Sie denn nicht gemerkt, was mit dem Kind passiert? Die Tür war zu vom Schlafzimmer und natürlich haben wir das nicht mitbekommen. Und es war doch auch nicht meine Absicht, einzuschlafen. Und ich habe doch erst am nächsten Morgen um 10 Uhr fing irgendjemand an zu brüllen in der Wohnung. Und dann sind wir in das Wohnzimmer gegangen und dann lag mein kleiner Jakob auf dem Fußboden. Und er war ganz bleich und er hatte überall Flecken gehabt. Und er hat nicht mehr geatmet. Und er war einfach zu uns. Ich habe keine Fragen mehr. Ihr seid auch keine Fragen. Wir haben uns auch wieder beruhigt, links und rechts hier. Ja. Dann treten wir die Beweisaufnahme ein, den Herrn Neumann bitte. Wenn Sie bitte neben Ihrer Verteidigerin Platz nehmen. Zeuge Neumann, bitte. Herr Neumann, da ist. Ja, wie fühlt man sich als Mörderin? Sie setzen sich das ist ja klar, was du gemacht hast. Ich hab nichts du hast meinen damit Sohn umgebracht. Herr Neumann. So, ich bin dem anderen rum und mein Sohn verreckt Herr mir. Herr Neumann, dann. Sie sollen sich da hinsetzen. Ich habe nichts damit zu tun, du warst nie für uns da gewesen. Niemals! Du kotzt mich an. Du warst doch nie für uns da. Auftritt beendet, oder? Ja, Entschuldigung. Ab jetzt machen Sie das, was ich Ihnen sage. Aber ja? Verstehen Sie nicht, nee, die Schlampe hat mein Kind umgebracht. Jetzt halten Sie erst mal den Mund und hören mir zu. Sie sollen ja als Zeuge aussagen. Als Zeuge muss man die Wahrheit sagen. Sie können vereidigt werden. Wer was Falsches sagt, wird bestraft. Ja? Sie heißen Thomas Neumann, 23 Jahre alt. Sie leben in Berlin, Bürokaufmann. Stimmt alles. Und Sie sind mit der Angeklagten nicht verwandt oder verheiratet. Ja? Sie haben am Morgen des 20. April Ihren Sohn Jakob gefunden. Ja, das ist richtig. Ich wollte halt ein paar Sachen holen, bin so... Gegen 10 Uhr war es, glaube ich. Ich hatte ja noch Schlüssel, weil wir waren ja erst 2 Wochen getrennt. Dann kam ich in die Tür rein und da lag er am Boden. Es hat sich nichts mehr getan. Ich wusste nicht, was ich mache. Es war schrecklich. Er lag da mit seinem Erbrochenen und ich konnte nicht helfen. Und haben Sie dann festgestellt, dass er nicht mehr lebt? Ich habe dann auch noch versucht, den Puls zu fühlen, aber da war nichts mehr. Es war so schrecklich. Sie haben ja sofort einen Rettungsdienst gerufen. Wir haben auch dann den Obduktionsbericht leider da. Ja. Der sagt aus, dass das Kind gegen 23 Uhr infolge einer Alkoholintoxikation bewusstlos geworden und dann an seinem Erbrochenen erstickt ist. Er hatte Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille. Erstickt ist er an seiner eigenen Kotze. Ich habe nichts damit zu tun, du warst nie für uns da, das weißt du. Wie kann ich denn da Bierflaschen stehen lassen, wenn mein Kind 5 Jahre alt im Zimmer ist? Aber du als du damals mit mir zusammen warst, war das immer okay, ne? Da war das okay, wenn die da standen, die Flaschen, damit du immer schön was trinken konntest. Du bist ja nur noch am Saufen. Also die Angeklagte hat, wenn ich sie richtig verstanden habe, nicht zum ersten Mal Bierflaschen rumstehen lassen. Na, natürlich nicht. Das stimmt ständig. Die läuft fast nur noch jeden Tag. Die hat nur noch eins. Die Vögel durch die Weltgeschichte trinkt, lässt die Bierflaschen da stehen. Da standen mindestens 10 Flaschen. Halb voll, leer. Und der Kleine hatte mal eine Alkoholfahne gehabt. Haben Sie da was festgestellt? Das eine Mal habe ich ihn abgeholt. Ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich hätte es merken müssen. Er hatte eine Alkoholfahne, ja. Und ich habe es nicht gemerkt. Das stimmt so nicht, das weißt du. Das stimmt wohl. Nein, das stimmt nicht, das weißt ja, du. Ja, noch Fragen an den Zeugen? Keine Fragen mehr keine an den Danke. Zeugen. Keine bleibt Danke. Als Angehöriger 61.2 STP unbeeidigt, wenn Sie bitte da hinten Platz nehmen würden. Den Herrn Schulz, bitte. Der Zeuge Schulz, bitte. Du Schwein! Du hast genau geschwungen an dem Tod von meinem Sohn! Herr Neumann, Sie nehmen jetzt wieder Platz. Sie nehmen davon Platz. Du bist doch bloß eifersüchtig! Solche Ausbrüche, die bringen ja wirklich keinem was. Allerhöchstens bringen Sie einen Ordnungsgeld ein und das nützt auch niemandem was. Ja. Herr Schulz, Sie sollen hier als Zeuge aussagen, müssen die Wahrheit sagen. Sie können auch vereidigt werden. Zunächst zu Ihrem Personalen. Timo Schulz, 20 Jahre alt, Sie leben in Berlin, machen gerade eine Ausbildung zum Schreiner. Und mit der Angeklagten sind Sie nicht verwandt, verschwägert, aber auch nicht verlobt. Ja? Nee, wir sind zusammen, frisch verliebt. Schildern Sie doch einfach mal, was an dem Abend passiert ist. Ja? Sie waren mit in der Wohnung? Na, ich, Katharina, wir waren bei Miri eingeladen. Mhm. Schöner Videoabend. Und der Jakob? Na, der saß erst bei uns mit rum. Und so gegen 8 hat sie ihn zu Bett gebracht, wie immer.
Naja, und dann, Katharina musste dann auch gehen, nach 10 Minuten ungefähr, und wir sind dann auch schlafen gegangen. Mhm. Und Ihre Bierflaschen haben Sie kurzhand auf dem Couchtisch stehen lassen? Ja schon, aber wer konnte denn ahnen, dass der Kleine sich mitten in der Nacht an den Bierflaschen vergreift? Hat der Junge eigentlich Durst gehabt, bevor er ins Bett gebracht wurde? Nö, warum? Warum? Weil Frau Adam zu Protokoll gegeben hat, dass man ihn ins Bett gebracht hat, obwohl er Durst hatte. Ach, die ist doch bloß eifersüchtig. Die will uns doch bloß in den Rinn würgen. 61,5 wegen Verzicht unbeeidigt. Verzicht, ja. Nehmen Sie bitte da hinten Platz, Herr Seelhoff, die Frau Adam, bitte. Die Zeugin Adam, bitte. Frau Adam, wenn Sie bitte hier vorne Platz nehmen würden. Sie wissen, als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen, Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Zunächst mal zu Ihrem Personalien. Katharina Adam, 18 Jahre alt, Sie wohnen in Berlin, Sie gehen noch zur Schule. Mhm, 12. Klasse. Mhm. Und mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Nein. Sie wissen ja, dass es um die Ereignisse des 20. April geht. Sie waren ja an dem Vorabend zu Besuch bei der Angeklagten, ja? Stimmt so? Soweit ja. Also wir wollten ein Video schauen, also der Timo, Miri und ich. Und ihr kleiner Sohn saß eben dabei und hat genörgelt und gequengelt. Und der Miri ging das eigentlich ganz schön auf die Nerven. Mhm. Katharina, beim besten Willen, du weißt, dass ich Jakob, mein Räubchen, über alles geliebt habe. Er war alles für mich. Du bist doch meine beste Freundin. Was machst du hier? Wahrheit in die Sache bringen. Ich weiß, dass du ihn geliebt hast, aber an diesem Abend hat er dich total gestresst. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ja, gut, also das sagt ja auch nichts. Das kommt ja überall vor. Es ist aber so, sie hatte einen neuen Lover da und sie wollte mit ihm einen gemütlichen Abend verbringen. Aber ein kleiner Junge, also ihr Sohn und eine Freundin, die stören doch da bloß. Sie hat den Kleinen ins Bett gebracht, er war eigentlich noch gar nicht müde, hatte tierischen Durst und mich hat sie nach 10 Minuten einfach aus der Wohnung geschmissen. Du weißt, dass das nicht stimmt. Das ist aber sehr interessant. Die Angeklagte hat uns erzählt, sie wären auf einer Geburtstagsfeier eingeladen gewesen und mussten deswegen gehen. Und außerdem hat sie uns weiter erzählt, dass der Jakob keinen Durst hatte. Ach, ist doch alles Quatsch, ist doch total gelungen. Mhm. Sie wollte eigentlich nur mit ihrem Macker ins Bett. Der Kleine hat gestört, den bringt sie ins Bett. Ach, erzähl doch nicht, das stimmt doch gar nicht. Na sicherlich, sie wollte dich poppen und und mich schmeißt sie raus, natürlich. Herr Schatz, aber im Grunde ist es auch nicht relevant, sondern der Punkt ist, hatte der Jakob Durst? Ja, und auf hat jeden er das, also er hat lautstark, er hat fast artikuliert, er hat richtig sozusagen gebettelt um ein Glas Wasser. Wirklich. Das stimmt überhaupt nicht, das weißt du doch. Also auf alle Fälle war es so, dass sie und der kleine Jakob wohl gestört haben. Ja. Ja. Hat er selber, bevor er ins Bett musste, gesagt, er will noch was zu trinken? Ja. Hat er was bekommen zu trinken? Nein. Könnte sein, dann haben Sie aus dem Kinderzimmer noch ein Wimmern gehört. Also ja, es könnte sein, dass er was bekommen hat, weil sonst hat sie mir auch immer das Bier so. Was? Ist ja wohl was nicht hat sie denn sonst immer? Nee, schon gut. Schon okay. Na, nicht schon gut. Sie haben hier die Wahrheit zu sagen. Also, reden Sie weiter. Also, was okay, hat sie sonst? Wenn sie auf irgendwelche Partys gegangen ist und gerade kein Geld hatte für einen Babysitter und der Kleine da rumgequengelt und jetzt reicht's aber, jetzt ehrlich. Nee, jetzt lassen Sie mal die Zeugin erzählen hier. Dann hat sie ihm eine Bierflasche in die Hand gedrückt. Mhm. Und dann war er eben ruhig, nachdem er sie so nebenbei ausgenuckelt hat. Mieses Stück! Das stimmt überhaupt nicht. Na sicherlich, die anderen auf der Party fanden es doch lustig. Sag mal, hast du eine Mappe? Du bist eifersüchtig, das ist alles, weil du die ganze Zeit schon was von Timo möchtest. Und weil ich jetzt mit ihm zusammen bin, versuchst du mit Thomas wahrscheinlich mir irgendwas hier anzuhängen. Es war nur mein Kind. Na und, ob ich eifersüchtig bin oder nicht, ist doch scheißegal. Trotzdem lüge ich nicht. Sag mal, spinnst du? Du bist doch meine beste Freundin. Warum erzählst du sowas? Entschuldigung, ich komme da aber nicht drüber weg. Wie kann man als Mutter seinem eigenen Kind Bier geben, um es ruhig zu stellen? Ich meine, es war schwer, mit 15 ein Kind aufzuziehen, also zu bekommen und dann aufzuziehen, aber... Beim besten Willen, du weißt, ich bin mit 15 schwanger geworden von diesem tollen Mann, der mich dann auch irgendwann ganz toll behandelt hat mit diesem Kind. Dafür ich kann habe aber dein Kind dafür gesorgt für das Kind, beim bis du abgehauen bist. Das hat man nicht mehr. Aber wirklich, du bist meine Freundin. Schämst du dich nicht, dass du nicht die Wahrheit sagst? Moment mal, wer die Wahrheit sagt oder wenn nicht, stellt doch der Richter fest, oder nicht? Naja, der Freund der Frau Herold hat aber auch gesagt, dass der Jakob keinen Durst hatte. Lügt er, oder was? Ich möchte meinen, ja, er hatte hundertprozentig Durst. Warum machst du Miri so schlecht? Das verstehe ich nicht. Weil es die Wahrheit ist, Herr Schulz, jetzt frage ich Sie einfach noch mal. Ich belese Sie allerdings nach 55 StPO. Ist da was, Sie müssen jetzt gar nichts sagen, wenn Sie sich vielleicht selber belasten würden, aber ansonsten dürfen Sie hier nur die Wahrheit sagen. Hm? Ist da was dran an dem, was die Zeugin sagt? Hat der Jakob öfter mal Bier bekommen? Ja, verdammt. Timo. Wenn wir auf Partys waren und der Junge hat rumgenervt, dann hat sie ihm doch hin und wieder schon mal einen kleinen Tropfen Bier Timo, gegeben. Das kann nicht dann hatten sein. Wir wenigstens unseren Spaß. Und?
Was hat er zu trinken bekommen? Na, sie hat ihm ein bisschen Bier gegeben, damit er ruhig das ist. Stimmt nicht. Sehen Sie, sie hat es ihm doch beigebracht. Von alleine kommen doch kleine Kinder nicht auf die Idee, an Sachen zu gehen, die sie nicht kennen. Schon gar nicht an Flüssigkeiten. Herr Schulz, noch mal sagen, ein bisschen Bier, was hat er, wie viel hat er bekommen von ihr? Na, ein Schluck. Aber den Rest, der muss sich selbst bedient haben in der Nacht. Ja. Fragen noch an die Zeuge. Keine Danke. Keine Danke. Verzicht 61 im Gästebüro. Nehmen Sie doch bitte da hinten Platz. Noch irgendwelche Anträge, irgendwelche Keine Feststellungen? Keine Danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin, nach meiner Auffassung ist die Angeklagte hier in vollem Umfange schuldig zu sprechen einer fahrlässigen Tötung. Sie hat ihren kleinen Jakob auf dem Gewissen. Sie, die Angeklagte, war es, die keine Zeit mehr hatte, weil sie sich mit ihrem neuen Freund eher ins Bett begeben wollte, als dem kleinen Jungen, der vor Durst im Bett wimmerte, noch vorher etwas zu trinken zu geben. Sie hat ihm etwas gegeben, nämlich einen Schluck Bier, wie so oft vorher, um ihn ruhig zu stellen. Und sie musste daher damit rechnen, dass der kleine Junge, weil er Durst hatte, nachts aufsteht und sich an den Flaschen zu schaffen macht. Dass der Kleine die Gefährlichkeit des Alkohols nicht einschätzen konnte, liegt auf der Hand. Daran ist der kleine Jakob gestorben. Die Angeklagte ist daher schuldig zu sprechen wegen einer fahrlässigen Tötung. Wie ist sie zu bestrafen? Die Angeklagte, ich beantrage gegen die Angeklagte hier eine Freiheitsstrafe zu verhängen, eine solche von 1 Jahr und 6 Monaten. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, das Problem ist hier, wenn Kinder zu Müttern werden, ist einfach der natürliche Entwicklungsprozess gestört. Frau Herold war hin und her gerissen, einerseits zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und zwischen ihrer Mutterrolle. Seit ihrem 15. Lebensjahr hat sie sich einfach ihrem Sohn untergeordnet. Ich möchte es noch mal auf den Punkt bringen, Herr Staatsanwalt, was der Frau Herold hier vorgeworfen wird. Das ist nämlich einmal das, dass sie sich selber vergnügen wollte. Aber was ist strafrechtlich relevant? Sie hat ihren Sohn durstig ins Bett geschickt und hat Bierflaschen nicht weggepackt. Wem passiert das nicht mal? Wir sollten hier wirklich bei der Strafzumessung die Kirche im Dorf lassen. Ich beantrage daher, die Angeklagte zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Frau Verteidigerin. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Beim besten Willen, ich habe dieses Kind geliebt und ich konnte doch nicht wissen, dass sowas passiert. Bitte. Ich sitze hier zu Unrecht. Ich unterbreche kurz bis zur Urteilsverkündung. Verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Miriam Herold ist schuldig der fahrlässigen Tötung, § 222 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Frau Herold, Ihr Sohn ist infolge einer Alkoholvergiftung erstickt. Diese Vergiftung ist Ihnen zuzurechnen. Sie haben Bierflaschen unbeaufsichtigt stehen lassen. Dass der Kleine sich daran später vergriffen hat, damit hätten Sie rechnen können und müssen. Sie wussten ja, dass er Durst hat. Er hat gequengelt. Sie haben ihn trotzdem durstig ins Bett geschickt. Und Sie wussten ja auch, dass er Bier mochte. Sie haben ihn nämlich daran gewöhnt. Ja, jedes Mal, wenn er Ihnen im Weg war, wenn er Sie genervt hat, haben Sie ihm ein bisschen Bier gegeben. Und auch an diesem Abend. Ja, deswegen hier fahrlässige Tötung. Es ergeht dann übrigens noch der Bewährungsbeschluss. Bewährungszeit dauert 2 Jahre. Der Angeklagten wird während der Bewährungszeit ein Bewährungshelfer unterstellt. Bei der Strafhöhe muss man allerdings schon die Kirche im Dorf lassen. Man muss die Tat richtig einordnen. Wenn jetzt zum Beispiel ein nüchterner Autofahrer, zu schnell fährt und ein Kind totfährt, was würde er bekommen als Ersttäter? Auch vielleicht 6 Monate. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was Sie getan haben, ja, Sie haben ja nur etwas unterlassen, was Sie hätten tun müssen, nämlich die Flaschen wegräumen. Das ist hier der Schuldvorwurf. Das andere ist ein Erziehungsproblem vorher gewesen, aber dass Sie die Flaschen nicht weggeräumt haben. Und dann haben Sie ja nicht irgendein Kind totgefahren wie ein fremder Autofahrer. Sie sind selbst genug gestraft dadurch, dass Sie Ihr eigenes Kind los sind. Ja? Natürlich muss ich auf der anderen Seite rechnen, dass das Maß der Pflichtverletzung, nämlich das Kind an Alkohol zu gewöhnen, doch ein ganz erhebliches, zumindest im Vorfeld war. Es wäre durchaus sogar denkbar, dass man hier eine Geldstrafe verhängt, wie es von der Verteidigung beantragt ist. Aber hier bin ich der Meinung, dass zur Einwirkung auf Sie eine kurze Freiheitsstrafe notwendig, erforderlich und auch wirkungsvoller ist. Ja? Sie haben erstens kein Geld. Ihnen sollte eigentlich eher klar gemacht werden, dass der Alkohol halt keine Probleme löst. Und im Gegenteil, dass Sie weiter Probleme bekommen, wenn Sie vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie nicht sogar selber schon ein eigenes Problem haben, wenn Sie das nicht in den Griff bekommen. Ja? Deswegen auch, um Ihnen weiterzuhelfen, Sie jetzt halt vielleicht wieder ins Arbeitsleben reinzubringen, auch Bewährungshelfer für die nächsten 2 Jahre.
Ja? Gegen das Urteil können Sie Berufung oder Revision innerhalb einer Woche einlegen. Ihre Verteidigerin schüttelt zwar schon den Kopf, aber vom Herrn Staatsanwalt werden wir, denke ich, eh keine Erklärung hier bekommen. Ja? Die Schuld kann ich Ihnen nicht abnehmen. Ja? Im staatlichen Sinne ist sie jetzt gesühnt. Mit 15 das Kind bekommen, mit 21 verloren. Wie Sie damit selber zurechtkommen, ist Ihr eigenes Problem. Aber da hilft Ihnen der Alkohol ganz sicher nicht. Sitzung ist geschlossen.